Hallo, mein Name ist Mike Rockenfeller. Ich fahre DTM für Audi. Und hier stehen wir auch schon bei meinem Rennauto. Ich möchte euch heute mal ein bisschen was zum Motor erzählen. Der Motor in unserem Auto ist vorne verbaut, Frontmotor, aber er ist sehr weit unten und sehr weit nach hinten versetzt. Das ist natürlich beim Rennauto super, weil die Gewichtsbalance dadurch gut ist und weil der Schwerpunkt einfach tief sein muss. Damit wir dann ein bisschen mehr sehen, haben wir einen Ersatzmotor vorbereitet hinter der Box und den schauen wir uns jetzt an zusammen. Ja, hier steht unser Ersatzmotor, den wir hoffentlich nicht brauchen werden. Das ist ein V8-Motor, 4 Liter Hubraum, 4 Zylinder hier, 4 Zylinder auf der Seite, rund 520 PS. Warum nur 520 PS? Weil wir einen Luftmengenbegrenzer haben, also einen Airrestriktor, 2x 29 mm. Dadurch ist der Motor ja begrenzt in der Drehzahl, auch die man fahren kann. Haltbarkeit ist damit gewährleistet. Es sind auch Einheitsteile verbaut, zum Beispiel hier der E-Gas-Steller. Hier sieht man so einen Aufkleber, der ist auch verblombt sozusagen, dass da alle das Gleiche verwenden. Ansonsten sieht man schön, hier ist die Drosselklappe. Wir haben eine elektrische Drosselklappe. Schaltdrehzahl ist über 8000 Umdrehungen. Der Motor muss auch das ganze Jahr halten in der DTM. Das Gewicht ist um die 140 Kilo. Der Motor ist so kompakt, weil man keine normale Ölwanne hat, wie beim Straßenauto. Und dadurch gewinnst du natürlich Raum. Hier sieht man, dass da gar nichts ist im Prinzip. Wir haben hohe G-Kräfte in den Kurven und beim Bremsen. Dadurch wäre die Ölversorgung gar nicht gewährleistet. Wir haben eine Trockensumpfschmierung im Motorsport. Spritverbrauch kann ich nicht so viel zu sagen. Auf jeden Fall muss ich nicht nachtanken im Rennen. Das heißt, unser Tank reicht, um durchzufahren. Und das war es eigentlich auch schon. Der Motor macht Spaß, ordentlichen Sound. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen das Ganze erklärt und ein Stück weit näher gebracht.